So, dann erstmal Verzauberung lernen und dann versuchen wieder zu verzaubern. Mit Pelagiat. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Ich will doch gar nicht mit dir reden. Willkommen. Ihr seid hier fast zu einer Legende geworden. Das finde ich schön. Sprecht. Danke. So, Ajira. Wo bist du? Natürlich da, wo du immer bist. Erstmal die Ausdauerfall machen, damit wir bessere Preise bekommen. Ich grüße dich. Willkommen. Ausbildung. Verzauberung. 34 Punkte. Und jetzt wieder Rückkehr. Wie viel haben wir da schon? 5 von 10. Ja, das könnte klappen, dass wir heute ein neues Level erreichen. Gut, Freund. Eine Ehre, das ist. So. Ich glaube, ich wollte den für 100, oder? Mal sehen. Abbruch. Speichern vorher. Und Ausdauer abwarten, bis sie voll ist. So, ist voll. Den da mit Rückkehr. Nein, einem Sibi-Intervention war es ja, genau. Und? Oh, wurde zerstört. Schade. Laden wir, wobei. Muss ich neu laden? Josef meinte mal, dass mir das Verzauberungspunkte auch so gibt, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Wir haben das ja mal getestet. Aber andererseits, wir haben noch 17 unbedeutende Seelensteine hier. Wir haben auch hier so viele Seelensteine. Die wiegen nur 0,2. Vielleicht könnte ich die sogar mitnehmen zum Auffüllen für irgendwas, aber ich weiß nicht. Ach, laden wir neu. Ich will nichts verschwenden. So. Dann Seelenstein da wieder rein. Da. Ja gut, rasten könnten wir wieder. Feuerball. Ein Mana reicht nicht. Also, ist geheilt. Und dann die Sibi-Intervention. Zurück nach Vivek. So, zum Fremdenviertel, dann zum Krieger. Zur Kriegergilde. Bin schon gespannt. Wir haben jetzt vermutlich immer noch einen Ruf von 8, genau. Ich heiße euch willkommen. Das finde ich schön. Ich möchte zur Arena. Und jetzt möchte ich dann zur Fremdländerwohninsel. Ich heiße euch willkommen. Fremdenviertel. So heißt das. Leute, ich sag's euch, ich bin total fertig. Also ich jetzt nicht wegen dem Let's Play, weil ich gerade angefangen habe, sondern weil ich krank war und immer noch ein bisschen kränklich bin. Mal wieder. Ich hasse das, krank zu sein. Vielleicht habt ihr es auch gehört beim Vorlesen vom Buch. Da konnte ich nicht so bestimmte Buchstaben konnte ich nicht gut vorlesen. Weil einfach meine Nase zu ist.
Und naja, eigentlich bin ich sogar noch krank, weil ich erst heute Nacht Fieber hatte und geschwitzt habe. Wobei das eigentlich ein Zeichen, Fieber selbst ist keine Krankheit, sondern Fieber ist ein Mittel des Körpers, Krankheiten zu bekämpfen. Das wissen viele nicht. Das heißt, wenn man Fieber hat, dann kämpft der Körper mit Fieber gegen eine Krankheit und versucht mit dieser erhöhten Temperatur das Bakterium abzutöten. Kriegergilde will ich, die ist da vorne. Naja, und habe ich halt gehabt und hatte leider deshalb auch nur 3 Stunden Schlaf und ich bin irgendwie ein bisschen fertig. Also ich war garantiert schon um die 10, 20 Mal gegähnt, allein seit ich in dieser kurzen Aufnahme. Also bitte seht es mir nach, wenn ihr es ein oder zweimal hört. So, da haben wir das letzte Mal noch genommen. Die Regeln der Kriegergilde. Ihr findet mich hier. Reik. Da sind Stäbe, Stahlstab und Eisenspeer. Ja, reden wir doch mal mit dem da. Oder erst umsehen. Erstmal speichern. Vielleicht kann ich auch stehlen. Bin ich echt schon so gut? Nein, jetzt sieht er mich. Ja, okay, das wird nichts. Dann reden wir mal mit ihm. An Sivivinder, ich bin Reik. Macht euch keine Gedanken. Vivek ist selbst für uns, die wir hier leben, manchmal verwirrend. Sucht ihr einen bestimmten Ort oder jemand bestimmten? Erstmal überzeugen. Ihr seid großzügig, Winder. Und euer Urteilsvermögen ist gut. Wir können ausbilden bei dem, deshalb holen wir uns mehr. So. Noch schnell Ausdauer voll und eine Langwaffe. Dominierende Eigenschaft Stärke. Ich kann euch über diese Fähigkeit nichts mehr lehren. Ach, unsere Lang... Oh, okay, da sind wir schon stärker als er. Stumpfe Waffe. Auch Stärke. Auf 17. Die Stumpfe Waffe ist, glaube ich, auch... Hier, eine Nebenfertigkeit. Das heißt, wir müssen jetzt 6 Punkte haben. Und Axt ist, glaube ich, auch eine Nebenfertigkeit. Ja, cool, 7 Punkte. So, Agrippina Herenia. Agrippina Herenias Geschäft ist hier in Mivek. Es ist in den Kanälen des Fremdenviertels, die man durch die untere Bodensektion des Fremdenviertels erreicht. Sie hat eine ausgezeichnete Auswahl an Bekleidung. Das andere... Ich bin Reik, Waffenmeister und Schüler derer, die man oft einfach Kriegergilde nennt. Ey, ich habe einen höheren Rang als du. Arena. Der Arena-Bezirk liegt zwischen dem Redora mit... ich glaube, die sagen... Das hatten wir schon. Ist Händler im redoranischen Distrikt der Stadt. Das hatten wir auch schon. Drozaima, ein Khajiit in der heiligen Delin-Wohninsel, kann höher springen als jeder, den ich kenne. Ich frage mich, was sein Geheimnis ist. Ja, dass eine Katze höher springen kann als Menschen oder Echsen, das glaube ich schon. Oder Orks. Oder Elfen. Aha. Das Fremdenviertel ist die große Wohninsel mit 3 Ebenen im Norden. Ursprünglich durften Fremde in Vivek nur das Fremdenviertel betreten. Doch heute können Fremdländer frei reisen. Die kaiserlichen Gilden haben hier Gildehallen und Dienste und ein Schrein des kaiserlichen Kultes dient den spirituellen Bedürfnissen der Gläubigen des Kaiservolkes. Viele unabhängige Händler, Handwerker und Ausbilder haben sich hier eingemietet. Die Taverne zum Schwarzen Schalk vermietet Betten. 3 für... Ah, nee, mal, das kenne ich, glaube ich, auch schon. Ja. Ja. Mhm, kenne ich schon.
Lalu-Bezirk. Oh, Tempel. Jemand bestimmt es. Kennen wir. Er ist im Fremdenviertel. Schön. Das kennen wir. Die Kriegerhilfe ist eine professionelle Organisation, genehmigt vom Kaiser, um die Anwerbung und Ausbildung der Söldner zu regeln. Ich bin Waffenmeister. Als solcher habe ich den Umgang mit den wichtigsten Waffentypen für den Nahkampf gemeistert und kann mit Langwaffen, Kurzwaffen, Äxten, Stumpfenwaffen und Speeren umgehen. Gegen eine Gebühr bin ich bereit, den bewaffneten Kampf mit euch zu trainieren. Ja. Ministerium der Wahrheit. Das Ministerium der Wahrheit ist ein Himmelskörper, der durch Vivex... Ach, das da. Das kennen wir schon. Kennen wir... Ja gut, das sind die Regeln, die kennen wir auch. Rotodon, wir sind von... Ja, das kennen wir auch. Rätselkanal, Seenkrankheit, Solstheim. Landomani. Ach ja, das kennen wir auch. Okay, haben wir alles. Ich würde gerne noch einmal eine Ausbildung machen. Und zwar für stumpfe Waffen. Einfach nur, weil wir Langwaffen nicht skillen konnten bei ihm. Außerdem haben wir jetzt 8 von 10 Punkte. Gehen wir erst links entlang. Hoch oder... Ah! Hä? Was haben wir hier? Skattel. Unbedeutender Seenstein. 5 Draken. Skattel. Salzreis. Quarmeier. Okay, sonst nichts. Schloss 25. Das können wir knacken. Geöffnet. Da ist nichts drin. Na toll. Naja. Gehen wir runter. Wie geht es euch? Gut, und dir? Wer bist du? Baurin. Dies ist die heilige Stadt Vivek. Seid dankbar. Kann ich euch helfen, jemand Bestimmten zu finden? Oder schaut ihr euch nur um? Erstmal überzeugen. So. Außer ist eh voll. Ausbildung. Ah, ein Schleichen? Da kann sie uns nichts mehr beibringen. Im Blocken kann sie uns auch nichts mehr beibringen. Mit der Rüstung kann sie uns auch nichts mehr beibringen. Wie geil. Also irgendwie schon. Aber naja. Dann lehrt sie uns halt einfach nichts. Wisst ihr was? Dann gehen wir dafür nach oben und lassen uns nochmal von dem Typen 3 Sachen beibringen. Stumpfe Waffe. Womit habe ich denn diese Ehre verdient? Axt. Jetzt sollte ich rasten, dann gehen wir schnell zum Rasten. Yeah. Ich glaube, ich weiß, was wir jetzt skillen werden. Ich grüße euch. Eine Stärke. Wie darf ich euch helfen? Ich möchte vorher natürlich wieder ein bisschen Zerstörung skillen. Feuerball. Können wir ganz schön oft. Na, 77 von 100, wird knapp, aber wir erreichen keine neue Stufe, das ist gut. 2. Da haben wir nochmal Schwimm heute. So. Bist geheilt. Okay, wir haben einmal Glück, das sind 58, beeinflusst in geringem Maße alles, was sie tut. Dann 3 Punkte in Stärke. Beeinflusst mit wie viel Lebensenergie ihr beginnt, wie viel ihr tragen könnt, eure maximale Ausdauer und wie viel Schaden ihr im Nahkampf anrichtet. Am wenigsten haben wir in Konstitution. Okay, das ist schade, dass wir da nur 1 Punkt bekommen, aber egal. Beeinflusst mit wie viel Lebensenergie ihr beginnt, wie viel Trefferpunkte ihr pro Stufe dazu gewinnt und eure maximale Ausdauer. Okay. Das heißt, wir können jetzt mehr tragen, wir haben mehr Leben, wir machen mehr Schaden. Haben mehr Ausdauer und mehr Glück.
sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Sachen auf dem niedrigsten Stand dann. Das wird lustig beim nächsten Mal skillen. Aber jetzt können wir 320 Kilo tragen. Ja, 15 Kilo mehr. Dies ist eine wundersame Begegnung. Seid willkommen. Na, das ist doch schön, wenn du das so siehst. Einmal möchte ich noch skillen, aber mit mehr Ausdauer. Womit habe ich denn diese Ehre verdient? So, machen wir stumpfe Waffen. So, jetzt haben wir Stufe 19 und einen Punkt von 10 bereits für die nächste Stufe. So, jetzt reden wir mit dir. Ich grüße euch und erbiete euch die Ehre. Das finde ich schön, danke. Ich bin Baruin, Kundschafter und Schüler derer, die man oft einfach Kriegergilde nennt. Kundschafter auch noch. Oh Gott. Aha. Bosmer, Gracius. Habt ihr gehört? 7 Opfer hier in Vivek? Alle mit durchschnittener Kehle? Als nur ein paar Fremdländer getötet wurden, haben die Ordinatoren keinen großen Möbel gemacht. Aber nun, da zwei ihrer eigenen Leute die Kehle aufgeschlitzt wurde, scheinen sie in der Halle der Gerechtigkeit sehr beunruhigt zu sein. Ich hörte, dass die Wache insgeheim nach ganz besonderer Hilfe sucht. Etwas, das zwei Ordinatoren töten kann, bevor sie noch ihre Schwerter ziehen, verlangt wahrhaft nach ganz besonderer Hilfe. Naja, die Pest ist eine Krankheit, die man bekommt. Das kennen wir aber auch schon. Dienste. Naja. Ebenerz ist eine von einer Mauer umgebene Stadt des Kaiservolks. Sie liegt im Süden der Skadia-Inseln, westlich von Vivek. Fujada kennen wir. Fujada Meer kennen wir auch. Fremdenviertel. Das kennen wir alles. Geistermeer. Ich finde das immer noch. Ich finde es immer noch krass, dass es mehrere Kontinente gibt außer Tamriel. Ich dachte immer, Tamriel wäre der einzige Kontinent auf der Welt und so ein Superkontinent. Und jetzt in Morrowind habe ich erfahren, also mit dem Let's Play auch, dass es mehr Kontinente gibt. Er ist im Fremdenviertel, das ist leicht sofort zu lesen. Was, wenn ihr während eures Aufenthalts in Vivek etwas Geld verdienen wollt, solltet ihr es bei den kaiserlichen Gilden im Fremdenviertel versuchen. Sie bieten oft verschiedene Arbeiten für bereitwillige Abenteurer an und fragt Händler und Handwerker, die ihr trefft. Sie haben oft einfache Besorgungen zu erledigen. Der Lohn ist zwar gering, doch noch wichtiger ist das Geld ist vielleicht die Erfahrung und das Vertrauen, das ihr euch dadurch bei den Einwohnern erwerbt. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir also hier 1, 2 und die dritte Seite jetzt, so ungefähr. Kundschafter kennen wir, Ministerium der Wahrheit, Morrowind. Moment mal, Morrowind ist doch eigentlich die Süd... Nein, doch, passt schon, ist nordöstlich. War gerade nur ein Gedankenfehler. Westliche Kaiservolk-Kolonisten aus verschiedenen Völkern leben vor allem in den Städten und Dörfern im Südwesten von Vardenfell. Was? Die Nomadenlager der Aschländer bestehen aus Gruppen von kleinen transportablen Hütten aus Häuten, die über Chitinrahmen gespannt sind. Diese Hütten lassen sich schnell auseinandernehmen und auf einen Guar laden, wenn der Stamm zu neuen Weide- und Jagdgründen aufbricht. Die Hütte des Khans ist lediglich eine größere, üppigere, ausgestattete Version einer Hütte, wie sie eine Familie bewohnt. Aha. Das kennen wir schon. Kennen wir auch. Pelagiat? Wieso sagst du das über Pelagiat? Das Dorf liegt nicht weit von der Festung Pelagiat, wo die kaiserliche Legion stationiert ist. Ihr bekommt Pestkrankheiten, wenn ihr gegen krank
Kreaturen kämpft. Normale Kreaturen können, wenn sie in Stürme geraten, zu hässlichen Monstern werden. Naja, aussehen tun sie gleich. Das sind die Regeln der Kriegergilde. Mhm. Chogorat. Mhm. Suran ist ein hauptsächlich von der Landwirtschaft lebendes Dorf im äußersten Nordosten der fruchtbaren Askadia-Inseln. In der Nähe befinden sich zwei beliebte Ziele von Pilgerreisen, die Felder von Kumu und der Schrein von Molag Bal. Den Schrein von Molag Bala, das ist ja ein Daedra-Schrein, den haben wir noch nicht gefunden, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Die Fürsten also der Dunmeer heuern ebenfalls Söldner an. Sie sind zwar wählerischer, bieten aber einen guten Lohn. Sowohl in bare Münze, als auch was den Zugang zu Ausbildung und anderen Diensten betrifft. Tevani Bezirk, Tevani Turm. Mhm. Okay, das war's. So, fertig mit dir. Dann will ich erst einmal da entlang. Und da geht es wieder nach oben.